Es war ein ganz langer Prozess. Also da gab es keine Idee in diesem Sinne, da gab es auch kein Geburtsdatum in diesem Sinne. Das war einfach, ja, ein Stück weit erwachsen werden. Und ich habe Drag gemacht, als ich 14 wurde, habe ich damit begonnen. Und ich habe einfach alles ausprobiert, wie man eben alles ausprobiert in der Pubertät. Und das habe ich getan, von langen Haaren, kurzen Haaren, hell, dunkel. Und ich habe damit aufgehört, eine bärtige Frau zu sein.